Guten Abend und vielen, vielen Dank für die Einladung. Und es freut mich ebenso ganz besonders, dass das heute in Präsenz stattfindet. Und dir, lieber René, herzlichen Dank für diese so freundliche Einführung. An der Stelle kann ich sagen, du warst der erste Arzt, von dem ich lernen durfte. Als Pflegepraktikant in der Kinderheilkunde in Filderstadt hat er die Abteilung geleitet und insofern hat mein Weg auch ganz viel mit dir zu tun. Zumindest was die Begeisterung für die Medizin und für die Sorge um den Menschen angeht. Und diese Sorge um den Menschen ist ja etwas, was man sagen kann, das müsste eigentlich das Motiv für unsere Zeit sein, auch wenn das manchmal so schwierig ist, im Bewusstsein zu halten, dass es bei all dem, was uns im Moment beschäftigt und was uns vielleicht auch beeinträchtigt in unseren Gewohnheiten, eigentlich um die Sorge um den Nächsten geht, um die Sorge um den anderen Menschen. Und ich bin gebeten worden, hier etwas über die Erfahrungen zu erzählen und vielleicht auch über die Fragen, aber auch Erkenntnisse, die uns bewegen, wenn wir Patientinnen und Patienten in Alesheim mit Corona, mit Covid-19 betreuen und begleiten. Und das möchte ich tun und wir schauen da jetzt ja schon auf eine Zeitspanne von mehr als einem Jahr zurück. Und ich habe mir überlegt, dass ich Sie ein bisschen mitnehme auf das, was unser Entwicklungsweg als Abteilung für Innere Medizin in Alesheim war in diesen letzten 12, 13 Monaten. Und ich werde das exemplarisch, damit es einfach auch erlebbar wird von, was bedeutet eigentlich eine solche Pandemie auch für die einzelne Individualität, für ein Team, für eine Klinik, für eine Gesellschaft. Ich werde das exemplarisch aufbauen an drei Patientenfällen. Und fange mit der ersten Patientin an, die zu uns kam und bei der wir Corona selber diagnostiziert haben. Wenn Sie noch mal zurückdenken, Frühjahr 2020. Plötzlich war Corona in den Medien. Man hatte sich noch gar nicht auf ein Wort geeinigt. Man hatte sich noch gar nicht auf einen Namen richtig geeinigt. Aber überall wurde berichtet von einer neuen Viruserkrankung, SARS-CoV-2. Und ich muss ehrlich sagen, bevor diese erste Patientin zu uns kam, war das für mich einfach etwas völlig Abstraktes, etwas Intellektuelles. Und ich habe das gar nicht richtig ernst genommen. Ich habe gedacht, das ist ein Problem in China, das ist ein Problem dort und dort. Und dann kamen die Bilder aus Italien, die Leichen, die man plötzlich gesehen hat, die überfüllten Intensivstationen. Aber es blieb alles ein Stück weit auf Distanz. Weil wenn man sich dem nur nervensinnesartig nähert, wenn man das nur in Bildern erlebt, dann ist es ganz einfach, das Gefühl zu entwickeln, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun. Und da war das für uns in der Klinik total heilsam, als wir zum ersten Mal dieser Erkrankung richtig begegnen konnten. Und damals kam eine 78-jährige Patientin zu uns in die Klinik. Und sie war, wenn sie an der Bettkante saß, sah man, sie war leicht adipös und sie war in einem ganz erschöpften Zustand. Und wenn man sich hat erzählen lassen, wie ihr Weg in die Klinik war, dann war es eigentlich eine Frau, die mit ihren 78 Jahren ganz gesund im Leben stand. Keine wesentlichen Vorerkrankungen hatte, ihren Alltag alleine bewerkstelligt hatte und zum Glück gut eingebettet war in ein Netz von Bekannten und auch Familie. Und sie hatte dann Symptome entwickelt, wo sie gesagt hat, jetzt habe ich eine Grippe. Und das war für sie überhaupt nichts Ungewöhnliches. Sie hat meistens so im Januar, Februar einmal im Jahr eine Grippe bekommen, fieberhaft, und dann ging es aber nach ein paar Tagen wieder gut. Und das war jetzt anders. Sie fühlte sich abgeschlagen, sie hatte Gliederschmerzen, das war alles etwas, was sie kannte. Aber was anders war, ist, dass sie nicht richtig Fieber bekommen hat. Sie hatte so subfibrile Temperaturen und sie merkte, das geht nicht nach ein paar Tagen wieder weg, sondern das blieb bestehen. Und sie merkte schon, irgendwas ist komisch. Und jetzt war es in der Schweiz damals so, dass die Medien angefangen haben, über SARS-CoV-2 vermehrt zu berichten. Und auch die Familie hatte schon so das Gefühl, da könnte jetzt irgendwas anderes vorliegen als in den letzten Jahren. Jedenfalls hatte sie eine rheumatoide Erkrankung, da auch eine immunsuppressive Therapie. Unter der hat sie aber nicht stark gelitten und die hat sie gut vertragen. Aber der Rheumatologe, den sie kontaktiert hat, hat sofort gesagt, also wenn Sie jetzt einen Infekt haben, pausieren wir das Medikament. Und dann ist sie aber wieder nach Hause gegangen, zu Hause geblieben und hat versucht, sich selber zu versorgen. Und dann beschreibt sie, dass plötzlich angefangen hat, ihr Geschmackssinn sich zu verändern. Das Essen hat nicht mehr geschmeckt. Oder sie beschreibt sehr eindrücklich,
Sie konnte die Zähne nicht mehr putzen, da die Zahnpasta einen schrecklichen Geschmack hatte. Aber sie hat in den letzten 50 Jahren immer die gleiche Zahnpasta verwendet. Und dann kam dazu, dass sie nicht mehr richtig riechen konnte. Und nachdem sie eben aufgehört hat, richtig zu essen, haben die Frottetücher plötzlich angefangen zu stinken, obwohl sie das gleiche Waschmittel benutzt hat wie in den Jahren zuvor, sodass sie eigentlich nicht mehr richtig ins Bad gehen wollte, weil ihr diese Frottetücher so unangenehm war. Naja, und die Familie hatte dann das Gefühl, okay, die könnte ansteckend sein und die Patientin war total umkreisbewusst und wollte niemanden anstecken und hat gesagt, jetzt besucht ihr mich nicht mehr, aber ich gehe nicht mehr einkaufen. Und dann hat die Familie angefangen und die Nachbarn haben angefangen, ihr das Essen immer vor die Tür zu stellen. Und das hat aber dazu geführt, dass sie eigentlich über 10 Tage keinen menschlichen Kontakt mehr hatte. Und es ging ihr immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und dann kam eine Tochter, die weiter weg wohnte, die selber Krankenschwester ist, hat gemerkt, da stimmt was nicht, ist hingefahren zu ihrer Mutter, hat gesehen, in was für einem schlechten Zustand sie ist, hat sich vermummt, damit alles hygienisch ist, hat sie ins Auto gepackt und zu uns in die Klinik gefahren. Das heißt, als die Patientin zu uns in die Klinik kam, hatte sie schon etwa 10 Tage Infektgeschehen hinter sich. Und dann kam sie bei uns in der Klinik an und man merkte, die Schwiegertochter und die Patientin sind ganz, ganz stark verängstigt. Erinnern Sie sich, wie diese Pandemie angefangen hat? Angst war etwas, was unbedingt dazugehörte, in den Medien, in der Gesellschaft, aber auch bei jedem einzelnen Menschen, der irgendwie einen Infekt entwickelt hat, lebte sofort Angst. Also wir haben eigentlich Covid-19, SARS-CoV-2, nie ohne Angst kennengelernt in der ganzen ersten Welle. Und die saßen da und hatten Angst davor, dass jetzt diese 78-jährige Patientin Corona haben könnte. Sie hatte dann Fieber, als sie bei uns ankam, aber sie hatte nicht nur Fieber, sondern mittlerweile hatte sie Atemnot. Sie hat es auch beschrieben, dass sie schlecht Luft bekommt, da eine erhöhte Atemfrequenz, sodass wir uns Sorgen gemacht haben. Leichte Übelkeit, hat aber nicht erbrochen. So ein bisschen Durchfälle, wie wir das häufig sehen bei diesen Patientinnen und Patienten. Die Hautfalten, die waren stehend, weil sie so wenig Flüssigkeit zu sich genommen hatte, dass es eigentlich nicht reichte für den eigenen Flüssigkeitshaushalt. Und es war sofort klar, wir haben es mit einer schwer kranken Patientin zu tun. Und dann, wenn man sie auskultiert hat, also wenn man sie mit dem Stethoskop abgehört hat, dann hat man auf der rechten und linken Seite so ein Knistern, wir sagen im Moment liebevoll dazu Corona-Knacken, gehört. Wo man jetzt, wenn man das hört, sofort weiß, man hat es mit Covid zu tun. Das war für mich der Moment, wo aus einem abstrakten Krankheitswesen, das ich noch in keinem Buch kennengelernt habe, wo ich wusste, dem bin ich noch nie begegnet, eine Begegnung mit diesem Krankheitswesen wurde. Als ich gemerkt habe, das klingt jetzt anders als alles, was ich vorher schon mal über einer Lunge gehört habe. Das passt zu einer interstitiellen Pneumonie, also zu einer Lungenentzündung, wo das Lungengerüst mit erkrankt. Aber es ist ganz typisch für diese Erkrankung, dass sie dieses Knistern macht. Das wussten wir damals nicht, weil es die erste Patientin war, aber es ist sofort im Ohr geblieben und alle unsere Assistentinnen und Assistenten wissen jetzt, wenn sie eine Patientin oder einen Patienten auf dem Notfall haben, wo sie das hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin und der Patient an Corona leidet und erkrankt ist, höher als das Ergebnis des Tests, auch, also selbst wenn das unauffällig ist. Also wir können jetzt diesem Krankheitswesen begegnen in den Symptomen, die diese Erkrankung macht. Und wir haben dann einen Abstrich gemacht und er war dann positiv. Und wir erinnern uns noch, die Schwiegertochter war eben nervös und aufgeregt, ängstlich und hat dann auch gleich gefragt, ob es sich nicht um diese neue Erkrankung handeln könnte. Und als wir dann gesagt haben, ja, der Test ist positiv, das hat damals noch 2 Tage gedauert, da war sofort die nächste Frage, muss meine Mutter jetzt sterben? Es war etwas so Unbekanntes auch als Krankheitsbild, dass das wie reflexartig kam, nachdem man all diese verstörenden und stark berührenden Bilder auch aus Südeuropa gesehen hatte. Also total verständlich. Bei der Patientin hat man eher das Gefühl gehabt, die war viel zu schwach, um sich richtig Sorgen zu machen, um sich selbst. Und wenn ich jetzt auf uns schaue in dieser Situation, dann waren wir auch unsicher. Natürlich wussten wir formal, wie man seine Handschuhe anzieht und den Kittel.
Aber wir wussten nicht, ob die Maske die richtige ist oder ob man eine andere Maske bräuchte. Wir hatten eben mit diesem Krankheitsbild auch bezüglich seiner Infektiosität überhaupt keine Erfahrung. Die ganze Welt hatte keine Erfahrung. Wir waren in einer Situation, wo die Weltbevölkerung einer Erkrankung begegnet ist, die sie nicht kennt, die nicht beschrieben ist, wo es keine Erfahrung gibt, wo man nicht einfach seinen Kollegen anruft und fragt, wie macht ihr das denn? Also wir waren selbst unsicher. Und das ist jetzt etwas, was für die Patienten-Arzt-Beziehung ganz, ganz schwierig ist. Wenn das therapeutische Team nicht selber voller Hoffnung, Zuversicht, Sicherheit vermittelt in das, was selbst getan wird. Und da war es total wichtig, dass in der ersten Nacht, als die Patientin bei uns auf dem Notfall, auf der Überwachungsstation dann geschlafen hat, eine Pflegerin da war, die bei diesem ganzen Zeitgeschehen selber überhaupt keine Sorgen hatte, überhaupt keine Ängste. Und die sich zu dieser Patientin natürlich mit Handschuhen und Kitteln und allem, was dazugehört, dahingesetzt hat und einfach die Hand halten konnte und sagen, ja, ich bin da, wir kümmern uns um sie. Da sagt die Patientin, das ist eigentlich der Moment, wo sie zum ersten Mal Entlastung erlebt hat, wo sie das Gefühl hat, sie kann ankommen, sie kann annehmen, dass sie diese Erkrankung hat und wo überhaupt mal vermittelt wird, Zuversicht, dass das wieder gut wird. Sie sagt später, es hätte sie fürchterlich erschrocken. Sie wusste nicht, was jetzt zu erwarten ist. Und die Diagnose sei ihr wie ein Schreckgespenst vorgekommen. Die Ärztin, die sie am Anfang betreut hat, war ähnlich wie die Pflegerin in der ersten Nacht. Sie hat sich Zeit genommen, hat sich ans Bett gesetzt. Ich habe mich als Chefarzt nachher bei dieser Assistenzärztin auch ganz herzlich bedankt. Weil da gehört schon Geistesgegenwart, Mut, Besonnenheit dazu, in einer allgemein verunsicherten Situation trotzdem die Ruhe zu haben, sich auf den anderen Menschen ganz einzulassen, da zu sein, Ruhe zu haben, zu merken, dass der andere Fürsorge, Zuwendung braucht. Die Patientin berichtet, wie wichtig der vertrauensschenkende und mutmachende Erstkontakt mit der Ärztin im Spital war. Sie berichtet, welchen Mut ihr das gemacht hat, der sie durch die ganze Erkrankung durchgetragen hätte. Das ist vielleicht so ein erstes Motiv, wofür man aufwachen kann in einer Zeit, wo man mit einer Erkrankung zusammen oder sich auseinandersetzt, für die man kein Heilmittel hat. Dass auch eine Begegnung, eine Haltung Heilkraft haben kann. Weil das ist etwas, was wir als Therapeuten, als Ärztinnen und Ärzte jeder Krankheit gegenüber immer zur Verfügung haben. Und diese Ohnmacht, die wir am Anfang alle erlebt haben, als Ärztinnen und Ärzte, als therapeutisches Team, dass wir nicht wissen, was die richtige Therapie ist, die kann man ein Stück weit dadurch ausgleichen, dass man sich darauf besinnt, was der Therapeut in einem selbst ist und dass man Vertrauen hat darin, dass der Patient, die Patientin auch einen Therapeuten mitbringt, mit dem man irgendwie zusammenarbeiten kann. Sie war dann ein paar Tage da, hat diese Lungenentzündung beidseits, schwere Atmung, aber sie war stabil. Und dann war es am Mitte März letzten Jahres, wo wir gemerkt haben, oh, der Herzrhythmus verändert sich, sie kriegt Herzrhythmusstörung und die Blutgase werden schlechter. Und da haben wir sofort verstanden, diese Patientin erschöpft sich jetzt in ihrer Atmung. Und das ist etwas, was wir bei älteren Menschen immer wieder erleben oder bei Menschen, die lange schwer an einer Lungenerkrankung erkrankt sind, dass die Atemmuskulatur schwächer wird und auch wenn man sich lange noch gehalten hat, dass dann irgendwann die Kraft, die eigene Kraft zu wenig ist, um den Körper noch mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Und das sind so Anzeichen, dass das Herz sich meldet, ja, dass die Blutgase sich verändern. Und ich hatte Nachtdienst in der Nacht und habe dann mit der Patientin gesprochen und sie wollte eigentlich nicht verlegt werden, als sie zu uns kam. Deswegen kam sie zu uns, sie wollte explizit in unser Haus. Da hatte sie aufgrund ihrer Vorgeschichte und ihrer Beziehung zur Anthroposophie, da hatte sie eine Beziehung, sie wollte zu uns. Und dann war aber klar, dass das, was sie jetzt an Therapie brauchen wird, dass wir das nicht können. Wir sind ein kleines Haus in Ahlesheim, wir haben etwa 100 Betten. Wir haben eine Überwachungsstation, aber wir können nicht künstlich beatmen. Wir haben jetzt 140, 150 Covid-Patientinnen und Patienten behandelt. Keiner davon ist intubiert worden.
Da komme ich nachher noch zu. Also wir konnten dieser Patientin nicht anbieten, dass wir die Beatmungstherapie steigern und eskalieren. Also haben wir besprochen, dass wir sie verlegen. Und ich hatte den Eindruck, dass die Patientin genug Reserven mitbringt, um in einem anderen Spital auch eine Beatmung zu überstehen. Sie hat sich darauf eingelassen. Das heißt, wir haben sie auf die Intensivstation ins Referenzzentrum für Covid-19 bei uns, das ist das Kantonsspital, verlegt, haben das mit den Kolleginnen und Kollegen besprochen. Und dann ist sie dort angekommen und jetzt müssen Sie sich vorstellen, erste Welle, alle voller Angst. Die Patientinnen und Patienten, die ankommen auf der Intensivstation, waren alle alt, waren alle unglaublich schlecht von der Atemfunktion. Und therapeutische Möglichkeiten gibt es ja noch heute eigentlich keine. Was hat man ihr angeboten oder was hat man gesehen? Man hat gesehen, die Atmung reicht nicht, wir müssen sie künstlich beatmen. Und hat der Patientin dann empfohlen, ja, wir intubieren sie und legen sie an die Beatmungsmaschine. Und da hat die Patientin gesagt, nee, das will ich nicht. Ich möchte, dass sie mich unterstützen, dass sie mir helfen, aber ich möchte nicht intubiert werden. Sie sagt später dazu, das war keine freie Empfehlung, sondern ein Team von Ärzten wollte sie aus bestem medizinischem Wissen dafür überzeugen. Da merkt man, da hat sie sich nicht frei gefühlt. Aber wie schön sie dann weiter differenziert. Es wäre dort viel therapeutischer Wille spürbar gewesen. Die einzige therapeutische Option, die dieser Intensivstation zur Verfügung stand, in dem Moment war die künstliche Beatmung. Und es war nur nachvollziehbar, dass ein therapeutisches Team dann versucht, diese therapeutische Option auch der Patientin anzubieten. Ich wollte keine Intubation, das sei meine Entscheidung. Ich bin 78 und kann auch sterben. Ich musste kämpfen gegen die Intubation, sagte sie. Es wurde mir mit dem Tod gedroht, aber ich blieb standhaft. Aber merken Sie, was das für therapeutischen Willen braucht, wenn man als Arzt so in ein Extrem geht in der Kommunikation, aus Hilflosigkeit auch wahrscheinlich, gegenüber den mangelnden Optionen anders zu handeln. Ich glaube, wir dürfen das gar nicht verurteilen. Was hat man gemacht? Man hat sie nicht invasiv beatmet. Man hat ihr eine Maske aufgesetzt mit Überdruck. Und jetzt wieder das ist eigentlich ein super Verfahren, wenn man Wasser auf der Lunge hat, wenn man eine schwere Lungenentzündung hat, wenn man eine chronische Bronchitis hat. Das weitet etwas die Atemwege und man schafft es, dem Patienten mehr Sauerstoff zur Verfügung zu stellen, als nur mit einer Nasenbrille, wo ein bisschen Sauerstoff kommt. Also eigentlich ein guter Zwischenschritt. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, die höchste Infektiosität bei dieser Erkrankung ist der Respirations-Nasen-Rachentrakt. Und jetzt kamen gerade zu dieser Zeit die ersten Studien, auch aus China, die gezeigt haben, dass eine nicht-invasive Beatmung oder eine Inhalation die Erreger im Raum stärker ausbreitet. Was ist also die Konsequenz von einem Spitalhygieniker oder von einem Infektiologen? Natürlich zu sagen, diese Therapieform können wir nicht mehr machen. Und von einem Tag auf den anderen wurde in diesem Kantonsspital entschieden, nachvollziehbar, formal, ab morgen wird niemand mehr nicht invasiv beatmet. Es gibt nur noch Nasenbrille oder Tubus. Und diese Patientin brauchte aber diese nicht invasive Beatmung. Aber sie fiel jetzt gerade in die Gruppe, wo eine Therapie nicht mehr möglich war, aus Sorge, dass man das Personal ansteckt. Total nachvollziehbar. Niemand möchte seine Pflegerinnen und Pfleger angesteckt wissen, vor allen Dingen nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Also die Therapie fällt weg und so auch für die Patientin. Und weil sie nicht künstlich beatmet wurde, werden wollte, nicht mehr nicht invasiv beatmen werden konnte, durfte, hat man sie dann palliativ zum Sterben auf die Normalstation gelegt. Also dass man sich klar macht, was auch eine gesellschaftliche Entscheidung, was Forschung dann im Konkreten immer auch als Konsequenz mit sich bringt. Und die Patientin wird dann verlegt, es geht ihr schon. Schrecklich, Atemnot, 10 Liter Sauerstoff über die Maske, entscheidet sich eben wieder gegen die Intubation und sagt dann, es war kaum auszuhalten, diese Schwäche, diese Atemnot. Das Personal war liebevoll, jedoch gab es eigentlich nicht viel Kontakt hinter all den Masken und Schutzkitteln. Es war ein großer Respekt vor der Infektion zu erleben. Unglaublich, oder? In dieser Notsituation, wie sie trotzdem einen positiven Aspekt beleuchtet und benennen kann. Nicht, die haben sich nicht gekümmert oder die haben keinen Kontakt gemacht, sondern
die hatten nachvollziehbar Respekt vor der Erkrankung und deswegen haben die sich so verhalten. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Man kann von dieser Patientin lernen, wie man eigentlich positiv auch mit Phänomenen umgeht und erstmal versucht zu verstehen, was liegt denn beim anderen hinter dieser Haltung oder hinter der Handlung, die mir begegnet, auch wenn sie mir vielleicht nicht passt oder nicht gefällt. Ich war 2-3 Wochen später in diesem Spital, weil dort einfach 40, 50 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 zu dem Zeitpunkt lagen und bei uns niemand. Und ich wollte diese Erkrankung kennenlernen. Und wir hatten einen guten Kontakt mit den Kollegen dort. Und ich habe dann eine Visite mitgemacht. Und das müssen Sie sich vorstellen. Da geht man durch 20 Betten auf Visite, sieht jede Patientin, jeden Patient. Alle haben das gleiche Krankheitsbild. Alle kriegen Sauerstoff. Aber man ist als Therapeut überhaupt nicht gefordert. Weil man als Ärztin, als Arzt überhaupt nichts anzubieten hat. Außer zu begleiten, zu schauen und zu hoffen, dass es besser wird. Unglaubliche Hilflosigkeit im therapeutischen Team, die ich da erlebt habe. Und es gibt kaum etwas, was weniger motiviert, zur Arbeit zu gehen, als wenn man den Eindruck hat, man geht zur Arbeit, aber kann seine Arbeit nicht verrichten, weil man nichts in der Hand hat, mit dem man handeln könnte. Also das war die Situation von einem Jahr. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da nochmal reinversetzt. Es gab damals ein Besuchsverbot für die Patientin, auch etwas, was zu dieser Pandemie gehört, dass wir darüber nachdenken müssen, welche Bedeutung hat Beziehung, welche Bedeutung hat Kontakt. Und sie hat dann übers Telefon versucht, Kontakt zu ihren Töchtern, Kontakt zu ihrer Familie zu halten. Und das hat ihr Kraft gegeben. Aber sie berichtet zum Beispiel einmal, da war sie scheinbar so krank, dass auch ihr Bewusstsein beeinträchtigt war, hätte sie den Eindruck gehabt, da kommt ein Elefant durchs Fenster. Und dann wären erst die Elefanten gerettet worden und dann die Patientinnen und Patienten. Also sie merken, sie ist so existenziell krank, dass sie auch ihr Bewusstsein aus sich heraus qualitativ nicht mehr vollständig aufrechterhalten kann. Und dann berichtet sie, nach ein paar Tagen hat sie sich mit aller Kraft an die Bettkante gesetzt und mit dem lieben Gott gesprochen. Wenn du möchtest, dass ich komme, dann bitte schnell. Denn diese Situation ist nicht auszuhalten. Wenn du möchtest, dass ich bleibe, weil ich noch eine Aufgabe habe, dann mach bitte auch schnell, weil ich kann nicht mehr. Und am Folgetag ging es dann aufwärts. Die Werte besserten sich, die Ärzte freuten sich auf der Visite, dass es ihr besser ging, dass die Atmung wieder stabiler war, dass sie weniger Sauerstoff brauchte. Und so ging das dann weiter. 12 Tage später war sie so stabil, dass die Pflege ihr voll Freude verkündete, sie könnte jetzt in die Reha verlegt werden. Das hat sie dann auch gemacht. Ja, 6 Monate später fühlt sie sich immer noch schwach. Als wir mit ihr telefoniert haben, um das nachzubesprechen, hat sie gesagt, haben wir sie gefragt, was hat Ihnen denn geholfen, gesund zu werden? Und hat sie gesagt, ja, es gibt etwas, was mir geholfen hat, gesund zu bleiben. Und dann hat sie einen Spruch von Bonhoeffer zitiert. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das war für uns schon besonders, als wir das gehört haben. Vielleicht auch, weil wir für solche Fragen der Spiritualität in der Medizin bei Krankheit und Gesundheit ein besonderes Ohr haben. Aber wenn wir bei dieser Patientin zurückschauen, was hat ihr geholfen? Dann sicher auch der Sauerstoff. Aber auch, dass einzelne Menschen angstfrei waren. Auch, dass einzelne Menschen Sorge getragen haben. Aber auch, dass sie eine eigene Spiritualität gepflegt hat, die sie selbst bekräftigt hat, im Sinne einer Autogenese, im Sinne eines sich selbst gesundend und innerlich kompetent im Umgang mit der Erkrankung dabei zu bleiben. Und das stelle ich deswegen an den Anfang, weil es uns in eine Zeit dieser Pandemie führt, wo wir auch als anthroposophische Medizin, aber als Medizin allgemein, ganz wenig wussten,
ganz wenig zur Verfügung hatten, ganz wenig Erfahrung hatten und wo deswegen die Patientin und der Patient in diesem Krankheitsverlauf immer umso deutlicher wurde, weil man merkte, das, was passiert an Entwicklung, das ist so ganz auf die Patientin oder den Patienten gegründet. Und das, finde ich, ist in dieser Geschichte sehr erlebbar. Wenn wir jetzt rückblickend nach mehr als 100 Patientinnen und Patienten reflektieren, was haben wir eigentlich über diese Erkrankung gelernt? Da merken wir, hat sie ganz verschiedene Dimensionen. Das eine ist die körperliche Seite, dass jemand nicht mehr riecht oder nicht mehr schmeckt, dass wir dieses Corona-Knistern oder Knacken hören, wo wir merken, da verändert sich der physische Leib. Aber etwas, was genauso zu dieser Erkrankung gehört, ist die Erschöpfung und die Schwäche. Diese Patienten berichten alle von einer Kraftlosigkeit, die weit mehr ist als eine einfache Müdigkeit, bei der man das Gefühl hat, nach einmal schlafen ist man wieder frisch, sondern eine wirkliche Schwäche, wo wir den Eindruck haben, die Lebenskräfte sind existenziell erkrankt. Und es gibt Patientinnen und Patienten, die haben eigentlich nur auf dieser Dimension Schwierigkeiten. Die machen diese Infektion durch und dann bleibt diese Erschöpfung. Aber für uns heißt das, dass wir uns als Ärztinnen und Ärzte, als therapeutisches Team nicht nur um das Knacken, um die Pneumonie, um die Infiltrate, um die Atemnot kümmern müssen, sondern wir brauchen eigentlich auch einen therapeutischen Impuls, um diese Lebensebene mit anzugehen, um die Patientinnen und Patienten auch auf der Ebene ihrer Lebenskräfte zu unterstützen. Das ist genauso Teil der Erkrankung, genauso Teil der Fragestellung. Und wenn man die seelische Dimension anschaut, dann gehört zu dieser Erkrankung ganz klar die Angst. Das haben wir sozial, das haben wir gesellschaftlich erlebt, das erleben wir global, das erleben wir aber auch bei den einzelnen Patientinnen und Patienten. Auch deswegen, weil Atemnot und Angst ganz, ganz viel miteinander zu tun haben. Es gibt, oder sagen wir so, die zwei Symptome, die bei Ärztinnen und Ärzten unmittelbar zu einem Handlungsimpuls führen, sind Schmerz und Atemnot. Und das hängt damit zusammen, dass in dieser Atemnot immer diese existenzielle Frage, des kann ich mich seelisch-geistig eigentlich hier halten auf der Erde, damit auch berührt wird. Also die Atemnot, die Dyspnoe, das Schmerzen oder Schwierigkeiten haben beim Atmen, ist etwas, was seelisch unmittelbar von Angst begleitet wird, ganz, ganz häufig. Und so hängen diese beiden Dimensionen, Atemnot auf der körperlichen Ebene, aber Angst auf der seelischen Ebene, ganz deutlich zusammen bei Covid-19. Ich komme nachher noch bei einer anderen Patientin zu dieser vierten Dimension. Aber was wir noch gelernt haben, ist, dass diese Erkrankung verschiedene Phasen hat. Das hat viel länger gedauert. Da haben wir ein paar Monate mehr gebraucht, um zu merken, eigentlich fängt diese Erkrankung immer im Nervensinnessystem an. Die erste Phase ist immer der Befall der Schleimhäute im Kopf. Und die Phänomene sind eigentlich Nervenphänomene. Geschmacksverlust, Geruchsverlust, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche. Die Erkrankung beginnt eigentlich hier. Und dann, das wissen wir auch, wandern die Viren weiter runter. Und die nächste Phase dieser Erkrankung, die aber nicht jeder Patient, nicht jede Patientin mitmachen muss. Es gibt Patientinnen und Patienten, die haben die erste Phase und dann ist gut, dann heilt das aus. Aber wenn es in die nächste Phase geht, also das wäre sozusagen die Phase 1, dann wird das rhythmische System ergriffen und wir haben entweder einen Infekt der oberen Atemwege, eine Bronchitis, oder aber, wenn es bis in die Tiefe kommt, die klassische Pneumonie, Lungenentzündung, meist mit beidseitigen Infiltraten, also Veränderungen in beiden Lungenflügeln. Und das macht dann auch die Stärke der Lungenentzündung häufig aus, dass sie sich eben nicht nur auf einen kleinen Bereich begrenzt, sondern häufig
beidseits auftritt. Und das sind dann schon Patientinnen und Patienten, wo man sagen muss, wenn man von der ersten Stufe oder ersten Phase in die zweite kommt, werden die deutlich kränker. Und unsere Patientin, die kam, als gerade diese zweite Phase angefangen hat und hat dann bei uns im Spital und in diesem Kantonsspital diese zweite Phase durchlebt mit einer ganz schweren Lungenentzündung, Phase 2. Und dann, das sind die Patienten, die uns richtig Sorgen machen, sind die Patientinnen und Patienten, die in Phase 3 kommen. Und die Risikofaktoren, das kennen Sie, das ist das Alter, Immunsuppression, all die Krankheitsbilder, die dazugehören, arterielle Hypertonie, Adipositas, männliches Geschlecht. Die haben jetzt eigentlich nicht mehr eine klassische Fortsetzung der Infektion. Also das hier ist eine Infektion, wo der Virus von oben nach unten tiefer in den Organismus hineinwandert. Die dritte Phase zeichnet sich dadurch aus, dass der Körper reagiert und dass diese Reaktion genauso überschießend ist, wie eigentlich dieses Fremdwerden oder der Fremdeinfluss durch den Virus überschießend ist. Jetzt reagiert das Immunsystem und wir nennen das einen Zytokinsturm oder eine Überinflammation, eine Überentzündung eigentlich. Es gibt eine Überreaktion des Immunsystems. Wir merken, der Stoffwechsel wird übermäßig gesteigert und jetzt leiden die Patienten nicht mehr eigentlich unter dem Virus, sondern darüber, dass der Körper zu stark versucht, diesen zu überwinden und dabei die Organe zusätzlich kränkt. Und das kommt im Extremfall dazu, dass wir eine Sepsis, also eine Blutvergiftung oder eine Infektion haben, die so stark ist, dass der Kreislauf nicht aufrechterhalten werden kann und die inneren Organe Schaden nehmen und ihre Funktion einstellen. Und das sind dann die Patienten, die dann häufig mit Langzeitbeatmungen, weil die Lunge nicht richtig funktioniert, mit kreislaufunterstützenden Mitteln auf der Intensivstation bleiben. Also die Phase 2. Und die Phase 3 als die Phase, wo jetzt das Stoffwechselsystem mit seinen Kräften, mit all dem, was ich möchte sagen, im cholerischsten Sinne der Stoffwechsel zur Verfügung hat, anfängt, eine Überentzündung zu machen und dadurch das Herz-Kreislauf-System überfordert. Unsere Patientin ist in diese Phase nicht gekommen. Das ist die Phase, wo man dann versucht, nicht mehr die Infektion zu behandeln, sondern das Immunsystem zu supprimieren, indem man Cortison gibt oder wie wir jetzt gerade lernen in der integrativen Medizin mit Colchicum behandelt. Also wo man merkt, die therapeutische Ausrichtung muss sich ändern, weil es nicht mehr darum geht, den Infekttrigger, also den Keim zu überwinden, sondern die sich verselbstständigende Entzündung wieder in eine Form zu bringen. Ein ganz anderer therapeutischer Ansatz. Also das vielleicht zum Krankheitsbild. Und wenn wir in die Welt schauen, was ist damals, als diese Patientin bei uns war, in der Welt passiert? Da hatten wir im März den ersten Lockdown und mit ein bisschen Abstand hatte ich den Eindruck, diese erste Corona-Welle hat eigentlich die ganze Welt wie eine Grippe erfasst und die Welt ist zum Patienten geworden, die Gesellschaft, die Weltgesellschaft ist zum Patienten geworden und war plötzlich akut krank. Und dazu gehörte all das, was wir sonst von einer akuten Grippe eigentlich kennen. Es entzündet sich, alle sind aufgeregt und dann kommt eine Ruhephase. Wir wurden quasi alle ins Bett geschickt. Und das kennen Sie vielleicht noch. Gerade in den jüngeren Jahren hat man das ja, dass man immer wieder mal so eine fieberhafte Entzündung kriegt und dann legt man sich ein paar Tage ins Bett und danach geht es einem oft besser als vorher. Da entsteht häufig durch so einen Virusinfekt, wenn er gut überstanden wird oder einen bakteriellen Infekt, wenn man den aus eigener Kraft gut überwindet, entsteht nachher eine andere Form von Gesundheit als am Anfang. Und ich hatte den Eindruck, wir waren als Weltbevölkerung einen Moment lang in einer solchen Situation. Plötzlich war der Himmel wieder blau, die Natur war ganz anders kräftig, Familienväter und Mütter hatten wieder Zeit für ihre Kinder. Man hat das mehr als Urlaub, als Lockdown erlebt. Es gab so viel positive Momente, die plötzlich in dieser Zeit möglich wurden, im sozialen, im ökologischen Sinne, dass man den Eindruck hatte, okay, eigentlich tut uns das gar nicht nur schlecht, wenn wir ehrlich sind. Wir wünschen es niemandem, aber so mal eine Zwangspause für 4 Wochen. Die Welt ist sowieso so schnell,
so viel zu schnell für uns alle. Danke. Ja, so ein bisschen hatte das das. Bei all den Sorgen, bei all der Unsicherheit gab es auch eine Seite, wo man gedacht hat, vielleicht ist das jetzt mal dran, dass wir anhalten, dass wir nochmal neu hinschauen. Aber das war so die erste Welle. Das war Frühjahr 2020. Die Welt wird akut krank und man hat so das Gefühl, die Pause und dann ist alles anders. Ja, und dann kam der Sommer und unsere nächste Patientin kam dann im Oktober. Eine etwas ältere Frau noch, 82 Jahre, mehr so ein nervensinnesbezogener Typ, vielleicht viel weniger kräftig noch von dem, was an Ressourcen da ist, aber selbstständig, ein ganz wacher Mensch, Teilnehmerin am Zeitgeschehen. Und als sie zu uns kam, hatte sie Fieber, hatte vor allen Dingen Verdauungsbeschwerden mit mehrmals Erbrechen und Durchfall. Und dann wurde ziemlich schnell auch bei der Aufnahme gehört, dass da Infiltrate sind, dieses Knistern und Knacken. Wir haben einen Abstrich gemacht, jetzt waren wir schon Profis. Ja. Jetzt wussten wir genau, wie das alles läuft und wie man sich verkleidet und hatten ein paar Patienten erlebt. Aber uns im Kanton war die Regel, alle Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen mit Corona, müssen ins Referenzzentrum geschickt werden. Es gab nur ein Spital im ganzen Kanton, da wurden alle Patientinnen und Patienten mit Corona behandelt und alle anderen Spitäler sollten Corona-frei sein. Und in dieser Zwischenzeit nach dem Lockdown haben wir ein paar Dinge geändert bei uns im Spital. Sie müssen sich vorstellen, das war für mich gar nicht so einfach. Die ganze Welt macht einen Lockdown und wir kriegen als Spital gesagt, während wir überall auf der Welt hören, dass Menschen leiden, versterben, dass es nicht genug Intensivplätze gibt, nicht genug Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger. Und wir kriegen jetzt als Spital gesagt, ab jetzt macht ihr keine Behandlung mehr. Die internistische Station müsst ihr schließen. Und eure Ärztinnen und Ärzte müssen auf Abruf sein, falls wir sie im Referenzspital brauchen. Während überall auf der Welt zu wenig medizinisches Personal da war, musste ich mein ganzes Team nach Hause schicken, in Kurzarbeit. Das ist bei uns in der Klinik sind die Menschen, weil sie gerne Medizin machen. Also meine Kolleginnen und Kollegen, so wie ich, wir kommen gerne zur Arbeit. Wir machen das gerne, was wir machen. Aber was wir nicht gerne machen, ist, wenn die Welt krank ist, zu Hause bleiben. Das war eine ganz schräge Situation, weil wir das Gefühl haben, wir wollen uns engagieren, jetzt braucht man uns so richtig. Und man sagt euch, ja, wartet, wir rufen euch dann schon an. Aber es wurde nie angerufen. Es war kein Bedarf. Die Welle war nicht so hoch, dass man uns gebraucht hätte. Und wir haben dann zusammen mit der Klinikleitung gemerkt, das geht so nicht. Wir wollen aktiv teilhaben an der Versorgung in dieser Pandemie. Und wir haben dann angefangen, mit dem Krisenstab zu sprechen. Sie müssen sich vorstellen, bei uns wurde der kantonale Notstand ausgerufen. Das Militär hat die Krankenhausversorgung übernommen und die Koordination von Hilfsmitteln und allem. Das können Sie sich ja gar nicht vorstellen, wie das am Anfang war. Oder vielleicht schon. Es gab nicht genug Handschuhe für die Patientinnen und Patienten, es gab nicht genug Kittel, es gab eigentlich von gar nichts genug. In dieser ersten Welle haben wir angefangen, selber Kittel zu nähen, weil wir nicht wussten, wie viele Patientinnen und Patienten zu uns kommen. Aber das ist natürlich für ein Team, was unglaublich schön ist, wenn plötzlich die Hauswirtschaft, statt die Räume zu reinigen, ihre Nähmaschinen von zu Hause mitbringen und sich dann hinsetzen und die alten Bettlaken anfangen zu kitteln, um zu nähen. Das hat auch eine teambildende Qualität, wenn man merkt, das therapeutische Team wird bis in die Hauswirtschaft erweitert und alle arbeiten an einem Strang. Also schöne Momente auch, die in so eine Pandemie dazugehören, unbedingt. Und jetzt haben wir eben in dieser Zwischenzeit mit diesem Krisenstab gesprochen und haben mit den anderen Ärztinnen und Ärzten gesprochen und haben gesagt, wir wollen Teil sein, wir trauen uns das zu. Und dann haben sie gesagt, ja, aber ihr habt gar keine Beatmungsplätze. Dann haben wir gesagt, das stimmt. Dann nehmen wir alle Patientinnen und Patienten, die keine Beatmung wollen, die keine Beatmung brauchen, weil sie zu gut sind, oder für die kein Beatmungsplatz zur Verfügung steht, weil es nicht genug gibt. Also wir haben gesagt, wir kümmern uns um all die Patientinnen und Patienten, für die Beatmung keine therapeutische Option ist, entweder aus Ressourcengründen oder weil sie sagen, sie wollen das für sich nicht. Und jetzt kam die zweite Welle zu der Zeit, Oktober, November,
2020. In der Zeit kam auch diese Patientin. Und jetzt durften wir versorgen. Jetzt durften wir die Menschen da behalten. Jetzt waren wir Teil des kantonalen Krisenkonzeptes und mussten 25 oder 50 Corona-Patienten aufnehmen bei Bedarf. Sie müssen sich das vorstellen, unsere Station hat eigentlich 22 Betten. Wir waren da vielleicht ein bisschen, also da haben wir uns ganz schön viel zugemutet, dass wir gesagt haben, also 50 schaffen wir auch. Wir haben dann Pläne gemacht, haben uns ein paar Wochen zusammengesetzt. Wir können die Tagesklinik umgestalten und die Station noch einbeziehen und hier noch mehr Betten reinschieben. Wir waren total kreativ, aber wir wollten mitarbeiten. Ja, und jetzt kam eben diese als erste Patientin in der zweiten Welle, ganz klassisch mit diesen beidseitigen Infiltraten, und wir haben sofort gemerkt, okay, das ist jetzt Corona. Und sie läutete das jetzt sozusagen ein. Und kaum war sie da, kamen jeden Tag Patienten. Und dann wurden das mehr und mehr und mehr. Und dann schickten plötzlich die anderen Spitäler ihre Patienten direkt bei uns, und dann sprach sich das rum. Bei uns kann man behandelt werden, wenn man nicht beatmet werden will. Und wenn Sie sich jetzt erinnern an letzten Herbst, da kamen so die ersten Studien, dass Beatmungen in der ersten Welle vielleicht nicht immer der beste Weg waren. Dass es vielleicht sogar besser ist, wenn man Menschen möglichst lange nicht beatmet, weil wenn Beatmung, ist es ganz schwer, sie wieder von der Beatmung zu entwöhnen. Naja, und dann hatten wir 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 bis maximal 25 Patientinnen und Patienten auf Station. Das ist für so ein Pflegeteam, das normalerweise irgendwie 22 Patientinnen und Patienten versorgt, die aber nicht isoliert sind, eine echte Herausforderung. Umziehen, Kleidung wechseln, Material organisieren. Wir waren eigentlich total überfordert. Aber kreativ. Dadurch, dass das Team das wollte, sind überall Ideen entstanden, wie wir damit umgehen. Eine Unterassistentin hat gesagt, ja, wir könnten doch meine Studentin fragen, ob sie uns nicht helfen. Die hat eine WhatsApp geschickt. In den nächsten Tagen kamen irgendwie 25 Anfragen von Medizinstudierenden, Psychologiestudierenden, es ging immer weiter an der Uni, Biologiestudierenden, Jurastudierenden, die alle gesagt haben, wir können mithelfen. Wir hatten mehr Anfragen, mithelfen zu können, als wir überhaupt Bedarf hatten. Plötzlich waren jeden Tag 1, 2, 3 Studierende von der Uni da, die wir eingelernt haben, die sich ums Essen gekümmert haben, die geholfen haben, und das Team war doppelt so groß. Wir haben Rettungsdiensthelfer, also alle Menschen, die irgendwie mithelfen wollten, haben wir integriert. Ein Riesengewusel, und das alles unter maximal hygienischen Vorschriften. Aber es hat geklappt. Irgendwann kam da so ein Fluss rein. Es hat sich in dieser ganzen zweiten Welle mit 120 Patientinnen und Patienten, die wir versorgt haben, niemand vom Team angesteckt. Keine einzige interne Infektion. Also das war ganz wichtig. Und jetzt zweite Welle. Dann macht man Visite, so wie am Anfang, aber da hatte man da noch gar keinen Blick zu. Und geht von Zimmer zu Zimmer. Und überall das gleiche Krankheitsbild. Corona, 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 Corona. Das hat auch was Einfaches. Aber wenn man dann hinschaut, dann ist Corona bei Patientin 1 völlig anders als bei Patient 2 oder bei Patientin 3. Die eine hat Fieber, der andere hat mehr Husten, da ist Geschmackssinnausfall. Es gibt quasi keine zwei Patientinnen und Patienten, wo diese Erkrankung auf die gleiche Art und Weise verläuft. Und das hat uns sozusagen die nächste Erkenntnis gebracht, wie wichtig bei diesem Krankheitsbild die Individualität ist, die erkrankt. Und das hat uns unglaublich bestärkt, dass wir nämlich merken, wir haben alle die gleiche Krankheit, aber alle haben einen individuellen Verlauf. Das heißt, die Individualität hat eine große Kraft, mitzugestalten, wie der Verlauf ist. Und das hat uns bekräftigt bei dem, was von Anfang an auch unser therapeutischer Ansatz war, dass wir nicht darauf fokussieren, den Virus wegzumachen, sondern darauf fokussieren, den Wirt, also die Patientin oder den Patienten, zu unterstützen, mit diesem Virus umgehen zu können. Und wenn man merkt, dass die Individualität sich sowieso beteiligt und diesen Verlauf individuell gestaltet, dann merkt man, dass das eigentlich eine Beziehung ist zwischen Krankheitswesen und Wesen-Patient. Und wenn wir die Krankheit nicht behandeln können, weil wir dafür kein Heilmittel haben, dann bleibt uns der Patient, auf den wir fokussieren. Das ist jetzt etwas, was uns in der anthroposophischen Medizin total entspricht.
dass wir versuchen, den Menschen, die Patientin, den Patienten, für den wir Sorge tragen, in seinem eigenen Sein, in seinen eigenen Kräften, körperlich, lebendig, seelisch und geistig, so zu fördern, so zu unterstützen, dass aus ihm heraus die Kraft entsteht, gesund zu werden. Und das hat die erste Patientin ein Stück weit vorgemacht, was es bedeutet, das aus der eigenen Spiritualität, bei ihr war das Religiosität, zu pflegen und mitzumachen. Das heißt, wir haben ein Therapiekonzept entwickelt und auch standardisiert, was dann immer wieder angepasst wurde, wo wir gesagt haben, ja, wie machen wir das denn? Wie unterstützen wir denn den Patienten, die Patientin im Gesundwerden, wenn wir den Virus nicht behandeln? Und dann haben wir Medikamente genommen aus der Phytotherapie, die wir kennen. Echinacea, Eisenpräparate, Pneumodoron 1 und 2, alles Substanzen, die helfen sollen, die eigene Entzündungskompetenz zu verstärken. Ganz, ganz wichtig, äußere Anwendungen. Das hat nicht bei jedem Patient jeden Tag geklappt, bei diesem Gewusel und dieser Ressourcenknappheit, die wir über Monate hatten. Aber immer wieder, dass wir Schafgarbenwickel machen auf die Lunge, dass wir Thymianölauflagen machen, Ingwerwickel, Senffußbäder. Die Pflege ist zum Therapeuten geworden. Ehrlicherweise muss man wahrscheinlich sagen, dass bei diesem Krankheitsbild die Pflege der viel größere Arzt, die viel größere Ärztin ist, als wir mit unseren Medikamenten. Weil die Wirkung dieser äußeren Anwendung in allen Rückmeldungen, die wir von unseren Patientinnen und Patienten haben, die sprechen immer über die Wirkung der äußeren Anwendung. Wie viel besser sie Luft bekommen haben, wie viel besser der Wärmehaushalt wurde, wie viel besser sie sich gefühlt haben. Also eine ganz große Säule äußere Anwendung. Und dann waren wir an ein paar Stellen mutig. Zum Beispiel haben wir von Anfang an gesagt, wir führen unsere Therapien weiter. Atemtherapie durch die Physiotherapeuten und Heileurythmie. Wir haben mit denen Übungen entwickelt. Wir haben mit denen geschaut, was ist technisch möglich, was ist auch isoliert möglich, was ist auch möglich, wenn die Patientinnen und Patienten nicht aufstehen können. Und unsere Heileurythmisten und unsere Physiotherapeutin, die sind jeden Tag zu den Patienten gegangen. Und wenn es 10 Minuten waren und haben mit denen geübt, weil dieses Üben so stark an diese Individualität appelliert, und unterstützt, dass aus dem eigenen heraus Gesundheitskräfte mobilisiert werden. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, die eigentlich in der Schweiz wahrscheinlich ein No-Go war zu dem Zeitpunkt. Das klingt gar nicht so aufregend, aber wir haben entschieden, dass es kein Besuchsverbot gibt. Wir haben den Menschen erlaubt, dass ihre Angehörigen zu Besuch kommen. Nicht 20 auf einmal, einer pro Tag, aber jeden Tag. Das klingt nach einer einfachen Entscheidung, aber stellen Sie sich vor, Sie haben 25 infektiöse Patientinnen und Patienten, ein Pflegeteam, was maximal überfordert ist, irgendwie 6 oder 8 Studierende, die da rumwuseln, dann noch Ärztinnen und Ärzte, die die ganze Zeit dann noch mit unterwegs sind und dann noch Angehörige. Aber die Pflege hat gesagt, sie trägt das mit. Jede angehörige Person ist geschult worden, wie man sich richtig anzieht. Wir haben Videos gedreht und denen die gezeigt. Also einen enormen Aufwand, es hat sich niemand angesteckt. Aber ich erinnere mich an eine Patientin, die kam zu uns mit Corona-Pneumonie und sie hat gesagt, ja, jetzt war ich 7 Wochen allein in meinem Zimmer im Altenheim. Und hier sehe ich zum ersten Mal meine Familie wieder. Und dann hat sie sich erholt und dann ging es um Entlassung und dann hat sie gesagt, nee, ich möchte nicht zurück in die Isolation. Lieber sterbe ich. Am nächsten Tag war sie gestorben, wir wissen nicht warum. Stimmig irgendwie auf ihre Biografie. Aber wenn man das ernst nimmt, dass das einzige Medikament, was wir haben, oder, also wir haben viele, aber das einzige, wo ich sagen will, das ist das, was am besten oder das, was am besten hilft, der Patient selbst ist. Wenn es also darum gehen muss, die Individualität, die erkrankt, zu stärken, dann gehört sozialer Kontakt und eingebettet sein in seine, ich sag mal, soziale Inkarnation, im Kontakt sein mit den Menschen, die einen mittragen, die ein Stück von einem selbst sind und dass man diesem Teil auch begegnen kann, gehört unbedingt in ein Gesundheitskonzept dazu. Wir haben das also nicht gemacht, um die Leute gut gelaunt zu machen oder um nett zu sein, sondern weil wir wirklich überzeugt sind, immer noch, dass das einen therapeutischen Effekt hat, ob ich mich isoliert fühle oder in Beziehung bin zu dem, was mir wesentlich ist. Diese Patientin mit den 82 Jahren ist auch richtig krank geworden.
schwere Lungenentzündung. Wir haben sie nicht verlegt. Bei ihr haben wir dann gelernt, dass man Sättigungswerte, also Werte vom Blutsauerstoff, in einer Tiefe tolerieren kann, die wir uns nie zugetraut haben, und dass die Patienten das trotzdem gut schaffen. Etwas, was sich mittlerweile auch etabliert hat, dass man viel mutiger geworden ist, auch schlechte Atmungszustände auszuhalten, bevor man künstlich beatmet. Die Patientin wusste, was sie nicht will und wusste, wie sie ihren Weg gehen will. Etwas, was manchmal total hilft, wenn man als therapeutisches Team selbst unsicher wird, wenn der Patient einem dann sagt oder die Patientin einem sagt, wo es lang geht. Bei ihr war das ein Stück weit so. Das hat uns Mut gegeben für die ganzen anderen Patientinnen und Patienten, die kamen, dass wir viel umsichtiger vielleicht manchmal zurückhaltender mit invasiven Maßnahmen auch reagiert haben. Das muss man erst lernen. Vielleicht eine der wichtigsten Aspekte für diese Pandemie, dass wir als medizinische Bewegung weltweit lernend geworden sind, dass wir niemanden hatten, der es besser weiß, viele, die es vielleicht besser wissen möchten, aber eigentlich waren wir alle lernend. Eine lernende medizinische Gemeinschaft ist etwas, was wir nicht so gewohnt sind. Wir sind eine Berufsgruppe, die von Wissen lebt, von Besserwissen, von Mehrwissen, von Alleswissen. Und wir waren jetzt in einer Situation, wo wir eigentlich gar nichts wussten und wo jeder Patient Lehrer wurde. Das sind die Patienten sonst auch, aber wir merken das manchmal nicht so. Wir sind da nicht so offen. Aber jetzt, diese Patientin war so eine, die uns da auf ganz besondere Art und Weise die Augen geöffnet hat. Aber wenn Sie jetzt zurückdenken an den Herbst, ganz andere Situation als in der ersten Welle. Nicht mal kurz akut erkrankt, Ruhe und dann ist alles wieder gut. Wir waren es eigentlich im Herbst schon leid. Maßnahmen, Beschränkungen, Masken. Unsicherheit. Ich glaube, was nach der Angst kam, war vor allen Dingen Unsicherheit. Unsicherheit, was richtig ist, was der richtige Weg ist, welche Maßnahmen die richtigen sind. Und dann fing das an mit den Polarisierungen. Wir haben in der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland Austritte, weil wir das Impfen nicht empfohlen haben. Wir haben auch Austritte, weil wir das Impfen zulassen. Wir haben Austritte, weil wir nicht nur Steiner zitieren. Wir haben Austritte, weil wir zu viel Steiner zitieren. Wir machen all diese Polarisierung. Man hat das Gefühl, dass, egal ob es um Corona geht oder nicht, die Gesellschaft verliert die Mitte. Also das System, was jetzt global erkrankt, das rhythmische System, was sich entzündet, was geschwächt wird, was herausgefordert wird, scheint ein Stück weit auch gesellschaftlich die Kraft zu verlieren. Die Gesellschaft polarisiert sich. Das ist der ganze Herbst, der ganze Winter. Eine extreme Zunahme von Polarisierung. Man hat aber das Gefühl, da wo man steht, da wo man spricht, da wo man im Kontakt wird es immer enger. Und wenn ich das mit ein bisschen Abstand betrachte, was jetzt gesellschaftlich stattfindet und was dann aber auch bei diesen Patientinnen ein Stück weit stattfindet, ist, dass es aus einer akuten Phase, einer akuten Infektion eigentlich an eine chronische Erkrankung geht. Und chronische Entzündungen zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie sklerotisieren, dass sie verfestigen. Und wenn ich jetzt aus der Schweiz komme, wo am Montag die Cafés und Restaurants im Außenbereich wieder geöffnet haben, hier nach Deutschland fahre, dann merke ich, dass es in den verschiedenen Ländern durchaus unterschiedlich ist, wie stark eine Gesellschaft sich auch sklerotisieren lässt. Aber man merkt, was passiert ist, wir werden fest. Wir schaffen es nicht mehr, das einfach aufzulösen und den nächsten Schritt zu machen. Die Dinge verschwinden nicht einfach wieder und es braucht einen ganz anderen Umgang. Bei einer akuten Erkrankung hat man das Gefühl, da geht man durch und dann ist das wieder vorbei. Bei einer chronischen Erkrankung, da geht es nicht um Wegmachen. Chronisch ist etwas, was man nicht wegmacht, sondern was man begleitet. Das ist eine Beziehung, die nicht wieder aufhört, wo es darum geht, zu lernen, wie in der Beziehung jeder seinen richtigen Platz hat, wo man sich neu arrangieren muss. Und wenn man darauf jetzt therapeutisch blickt und schaut, okay, mal angenommen, wir wären als Weltgesellschaft gerade chronisch krank, dann kann man ja als Ärztin, als Arzt auch versuchen, darauf hinzuspüren, was macht das denn mit den Menschen? Und anders als bei einer akuten Erkrankung habe ich den Eindruck, dass eine chronische Erkrankung ganz schnell die Frage danach stellt, was ist eigentlich wesentlich?
Wenn jemand eine chronische Gelenkserkrankung hat, eine chronische Herzerkrankung, eine chronische Darmerkrankung, da kommt ganz schnell die Frage, warum? Eine Krebserkrankung. Ist vielleicht oft am Anfang die Frage, warum ich? Irgendwann wird es die Frage, warum? Wenn man mit den Menschen arbeitet, wenn die Menschen selbst arbeiten, dann wird daraus vielleicht auch die Frage, wozu? Aber es ist eigentlich in viel stärkerem Maße führt uns eine chronische Erkrankungssituation zur Frage nach dem Sinn, zur Frage nach dem, was wesentlich ist. Und da merkt man, dass nichts mehr, was von außen beantwortet werden kann, sondern wo jeder als Individualität, ja, als Individualität gefordert ist, seine eigene Antwort zu finden. Und da habe ich den Eindruck, das ist das, wo wir jetzt stehen. Aus einer körperlichen Krise am Anfang, wo es um Leichensäcke, um Leichensärge, um Intensivstationsbetten ging, um Beatmung, ja oder nein, da waren wir ganz körperlich orientiert, ist im letzten Herbst eine seelisch-soziale Krise geworden. In der Polarisierung. Da sind wir gar nicht mehr. Wir sind längst in einer Sinnkrise als Gesellschaft. Wir suchen Orientierung. Wir fragen uns, was ist der nächste Schritt? Ich erlebe bei den Menschen, gerade bei den jüngeren Menschen auch, die Zukunftsfrage ja noch ganz anders vor sich haben. Ich erlebe die Frage nach dem, wo geht's denn hin? Wie kommen wir denn weiter? Die Welt ist jetzt hungrig auf, positiv betrachtet, ist jetzt hungrig auf neue Ideen. Die Menschen suchen Utopien, suchen Visionen, weil sie merken, so wie die Welt sich jetzt entwickelt, so kann die sich nicht weiterentwickeln. So können wir nicht weitermachen, das wird nicht funktionieren. Und ich habe den Eindruck, bei all dem, was uns jetzt abverlangt wird, bei all dem, was jetzt schwierig ist, was eng ist, was sich nicht richtig anfühlt, wo wir merken, wir sind nicht nur körperlich in einer Pandemie, wir sind auch seelisch in einer Pandemie. Auch eine seelische Ansteckung, die stattfindet. Wir brauchen jetzt eine geistige Ansteckung für gute Ideen, für Zukunftsvisionen, für Utopien, die uns in eine Richtung führen, die wir vielleicht erst ahnen, die wir erst noch erspüren müssen. Der dritte Patient ist 30 Jahre jung, war vor 3 Wochen etwa bei uns stationär und hat im Januar Corona gehabt. Geschmacksausfall, Geruchsausfall, etwas Fieber, bisschen Bronchitis und dann wieder gut. Und jetzt Muskelschmerzen. Muskelschmerzen, Konzentrationsschwäche. Und zwar so stark, dass er nicht mehr spazieren gehen kann und seine Treppen nicht mehr schafft. Corona ist längst vorbei. Der Test, als er zu uns auf Station kommt, ist negativ. Es ist ein Mensch, der ein bisschen zur Panik neigt, eigentlich deswegen auch schon mal in Abklärung gehen sollte. Oder wollte. Und der jetzt an etwas leidet, was im Moment anfängt, den Namen zu bekommen, Long-Covid-Syndrom oder Post-Covid-Syndrom. Wo wir merken, nur weil Covid vorbei ist, ist Covid nicht unbedingt immer vorbei. Wieder etwas, wo wir ganz fragend gegenüberstehen. Wie kann das sein, dass eine Viruserkrankung 3 Monate, 11 Monate, 12 Monate nach Infektion immer noch Beschwerden macht? Wir gehen mittlerweile davon aus, dass 20-40% der Patientinnen und Patienten, die symptomatisch erkrankt sind, residuell Symptome behalten. Das heißt, wir haben es wieder mit einem ganz neuen Phänomen in der Medizin zu tun. Und während wir ja bei Covid zumindest Symptome haben, zu denen es Befunde gibt, da fühlen wir uns als Ärztinnen und Ärzte immer recht wohl, wenn wir sagen können, da knistert es und im Röntgenbild oder in der Computertomographie sehe ich auch, da ist was anders. Haben wir es jetzt mit Patienten zu tun, wo unsere herkömmlichen Testverfahren, EKG, Labor, CT, eigentlich gar nichts bringen. Dieser 30-jährige Mensch ist arbeitsunfähig, ist eigentlich alltagsunfähig aus Schwäche und Muskelschmerzen, ohne dass wir einen greifbaren Befund finden. Wer das letzte Zeitdossier gesehen hat, merkt, dass es dort jetzt auch anfänglich Forschung gibt. Und man vermutet, dass es etwas Ähnliches wie ein Chronik-Fatigue-Syndrom nach Covid gibt,
also eine chronische Erschöpfung, mal ganz einfach ausgedrückt. Und es scheint so zu sein, dass bei einem Teil der Patientinnen und Patienten nicht alle Viren verschwinden und ein Teil der Viren immer noch Krankheit triggert. Bei einem anderen Teil der Patientinnen und Patienten mit Long-Covid scheint es so zu sein, dass das Immunsystem nicht geschafft hat, diese Viren vollständig abzubauen. Das heißt, es bleiben wie Fragmente zurück, die die Organe beeinträchtigen können. Und bei einem dritten Teil scheint es einfach so zu sein, dass in dieser Reaktion des Immunsystems Autoantikörper entstehen, also eigentlich eine Autoimmunerkrankung übrig bleibt, die dann zu verschiedenen Beschwerden führen kann. Wenn wir das jetzt anthroposophisch anschauen, mit unserem menschenkundlichen Blick, dann merken wir, das ist eigentlich nicht ein Syndrom, sondern wir haben es mit wie vier Gruppen, die wir im Moment kennengelernt haben, zu tun. Es gibt Patientinnen und Patienten, die haben Covid durchgemacht und berichten von Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, neurologischen Beschwerden, wo man den Eindruck hat, das ist ganz das Nervensinnesystem, was beeinträchtigt ist. Wahrscheinlich die meisten Patienten, ja, oder ein großer Teil der Patientinnen und Patienten merken, dass das rhythmische System sich nicht voll erholt hat. Herz-Kreislauf, aber vor allen Dingen Atmung. Eine Kollegin von mir, mit der ich jetzt die letzten Jahre viel zusammengearbeitet habe, die eigentlich eine gesunde, berufstätige Frau ist, die ist selbst noch so beeinträchtigt, dass sie nicht mehr joggen gehen kann, dass sie auch ihre 2 Etagen im eigenen Haus nicht schafft. Und man merkt, diese Beeinträchtigung des rhythmischen Systems ist etwas anhaltend, ist auch chronifiziert. Zweite Gruppe, Lunge, Kreislauf. Eine dritte Gruppe, die einfach nur erschöpft ist, die nicht wieder zu Kräften kommt. Und dann eben eine vierte Gruppe, so wie dieser Patient, wo wir den Eindruck haben, das Gliedmaßensystem, irgendwas stimmt da nicht. Schmerzen, Schwäche, Kraftlosigkeit, aber jetzt nicht im Sinne von Erschöpfung, sondern wirklich keine Kraft haben für die alltäglichen Dinge. Wir haben bei dem Patienten eine Therapie angefangen mit verschiedenen Arzneimitteln, wo wir den Eindruck hatten, das könnte ihm helfen, und es hat alles nicht geholfen. Und dann haben wir das reflektiert und haben überlegt, okay, was ist unser Bild? Was ist die Problematik? Und wir hatten eben, oder das Bild, was wir entwickelt haben im Team dann, ist, dass vielleicht diese anfängliche Infektionserkrankung eben jetzt so ähnlich wie diese ganze Pandemie sich chronifiziert hat und zu einer chronischen Problematik geworden ist. Und dann haben wir gesagt, okay, was würden wir dem Patienten eigentlich wünschen? Wir würden ihm eigentlich wünschen, dass das wieder akut wird und er es dann richtig überwindet. Und da dann ist die Idee entstanden, wir machen dem Fieber. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben mit dem gesprochen, haben gesagt, können wir mit Ihnen eine Misteltherapie machen? Wir haben das noch nie bei Post-Covid-Syndrom gemacht, aber wir würden das gern Off-Label-Use natürlich bei Ihnen ausprobieren. Haben das gemacht. Der hat über 3 Tage über 39 Grad Fieber gehabt. Das fühlt man sich nicht gut. Das ist eine Reiztherapie. Es ist gut, wenn das jemand macht, der das kennt von onkologischen Patientinnen und Patienten oder Fibromyalgie-Patienten. Also es muss jemand machen, der das kann. Und dann macht man das, begleitet das, muss den Patienten gut aufklären, damit er weiß, dass er sich jetzt 3 Tage fühlt, als hätte er eine Grippe. Und nach den 3 Tagen ist dann aber jetzt gut. Also ist dann gut. Und das haben wir gemacht und jetzt haben wir den nach etwa 3 Wochen nochmal angerufen. Der kann wieder spazieren gehen, der schafft seine Treppen wieder, die Schmerzen sind besser, ist noch nicht ganz gut und hat gefragt, ob er jetzt wieder stationär kommen kann, damit wir das wieder ausprobieren. Oder also damit wir das nicht ausprobieren, sondern damit wir das zum zweiten Mal machen, damit sich das vertieft und verfestigt. Also wir merken, Corona ist ein vielschichtiges Problem, ein mehrdimensionales Problem, ein Problem, wo man merkt, auf jeder Ebene unseres Wesens kann Krankheit sich zeigen, kann Krankheit sich manifestieren. Und es braucht ist eigentlich eine schöne Situation, es braucht eine therapeutische Kreativität, um dem zu begegnen. Und für mich und mein ganzes Team, kann ich sagen, sind wir an der Stelle der anthroposophischen Medizin extrem dankbar. Weil uns ging es nie so, dass wir therapeutisch hilflos waren. Wir hatten zwar keine Ahnung, was der richtige Weg ist, aber wir hatten einen unglaublich großen Schatz, den wir den Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen konnten
um überhaupt in einen Prozess zu kommen, um zu suchen, was für den Menschen, für die Patientin, den Patienten der richtige Weg sein könnte. Weil wir eine Medizin versuchen, die nicht pathogenetisch orientiert ist, sondern salutogenetisch. Die also versucht, immer auf die Gesundheitskräfte des einzelnen Menschen zu zielen. Und die sind in jeder Erkrankung richtig, wenn man die anspricht. Und insofern konnten wir das, was wir aus anderen Infektionserkrankungen gelernt hatten, zumindest anwenden und versuchen, den Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen in dieser Erkrankungssituation. Das ging so weit, dass dann unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kantonsspital bei uns gefragt haben, was man noch machen könnte. Und dass wir geholfen haben und geteilt haben, so wie die uns irgendwann beigebracht haben, Cortison zu benutzen in der dritten Phase oder eine Thromboseprophylaxe, weil so viele Menschen Gerinnsel kriegen in dieser starken Infektion. Und das ist etwas, was dann, wo man merkt, da kann so etwas auch Polarisierung überwinden, wenn man schafft, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und wenn man merkt, im Gespräch geht es nicht um einen selbst, sondern man orientiert sich an der Sorge um den Menschen. Weil das ist etwas, was jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Therapeutin, jeder Therapeut versteht. Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um ihn Sorge zu tragen. Ich würde mir manchmal wünschen, wir würden das als Weltbevölkerung besser hinkriegen. Dass bei all dem, worüber wir reden, worüber wir streiten, wo wir uneinig sind, dass wir immer wieder reflektieren, wer ist denn eigentlich derjenige, um den wir Sorge tragen müssen? Und wie machen wir das am besten? Und vielleicht darf man das hier in so einem Kreis, dass man sich kurz besinnt und mal fragt, ja, wenn wir das ernst nehmen, dass aus dieser Krise eine, die vielleicht körperlich angefangen hat, die zu einer seelisch-sozialen Dimension geworden ist, die jetzt vielleicht schon in einem Stadium ist, wo sie nach dem Sinn fragt, wo man sagen kann, wir haben auch eine spirituelle Krise, weil wir unsere innere Orientierung suchen, überprüfen oder neu finden müssen. Vielleicht darf man dann ganz persönlich bei sich fragen, wie geht es uns denn an dieser Schwelle, wo man Zukunft irgendwie neu erlauschen muss, wo man Zukunft neu suchen muss, wo man Zukunft neu hören muss vielleicht ein Stück weit. Ich habe den Eindruck, was wir erleben, sind global Ereignisse, die wir aus dem eigenen Suchen an der Schwelle auch kennen. Wir erleben Spott, wir erleben Überheblichkeit. Wir erleben, dass wir Besserwisserei im Sozialen finden, an einer Stelle, wo eigentlich Ehrfurcht, wo Zurückhaltung sein sollte, wo Bescheidenheit sein sollte im Urteil, weil uns etwas begegnet, was wir noch nicht kennen können. Wir erleben Furcht, Angst. Und wir merken, wir sind gefordert im eigenen Mut, im Mut, etwas neu zu denken, etwas neu zu machen, etwas neu zu erleben. Und wir erleben im Sozialen immer wieder Folgen von Hass, wo eigentlich Sorge und liebevolle Zuwendung sein sollte, weil man das eigene Ego stärker in den Mittelpunkt stellt als den anderen. Ein Stück weit führt uns diese Krise, dadurch, dass sie chronisch geworden ist, also auch an die Schwelle zur geistigen Welt mit der Frage, wo ist der Sinn, der mich in die Zukunft leitet? Bei Josef Beuys haben die Mysterien am Bahnhof stattgefunden. Ich habe das immer so verstanden, weil dort Mensch zu Mensch sich begegnen, ich und ich. Und wo ich und ich sind, da ist geistige Welt und da kann geistige Welt erkannt werden. Vielleicht deswegen der Bahnhof als der Ort für die modernen Mysterien. Mysterienmedizin. Ich glaube, dass wenn wir Mysterienmedizin leben wollen, wenn wir die praktizieren wollen, in einem Spital, in einer Abteilung, in einer Praxis, in einer Patienten-Arzt-Begegnung, dann müssen wir das ein Stück weit michaelisch tun. Es reicht nicht, das Richtige zu kennen, was wir im Moment sowieso nicht tun. Es reicht nicht, das Richtige zu denken, zu fühlen. Sondern wir müssen willentlich uns um die Sorge um den anderen Menschen bemühen. Wir müssen tätig werden für das, was gut ist, für das, was der Einzelne braucht, was wir individualisieren für seine individuelle Situation. Eine der zentralen Meditationen für junge Mediziner von Rudolf Steiner stellt die Frage, wie finde ich das Gute? Es ist nicht die Frage, wie finde ich das Richtige. Die Frage,
wie finde ich das Richtige, ist eine, die man allgemein beantworten kann. Die Patienten-Arzt-Beziehung beinhaltet immer die Frage, wie finde ich das Gute für den einzelnen Menschen, der sich mir anvertraut, um den ich Sorge trage, weil er mich gefragt hat um Hilfe. Und dieses Gute, kann nur individuell behandelt werden. Und wenn uns eins lehrt, diese Pandemie, dann ist, dass wir den Fokus wegnehmen sollten von der Erkrankung auf den Wirt. Dass wir fokussieren müssen auf den Menschen. Und ich glaube, bei all den Fragen, die uns heute bewegen, Impfen, ja, nein, ist der Impfstoff gut, ist der Impfstoff schlecht, das kann man alles intellektuell bewegen, das kann man auch alles sagen, so und so ist es richtig. Im Konkreten muss es nicht richtig sein, sondern es muss gut sein für den Menschen, der die Frage hat, ob er sich impfen lassen soll oder nicht, weil er für sich entscheidet, das ist mein Weg. Und so verstehe ich uns in der anthroposophischen Medizin, dass wir den Auftrag haben, und ich glaube, das ist eigentlich ein allgemeinärztlicher Auftrag, ein allgemeinmedizinischer Auftrag, dass wir es schaffen, aus all dem, was wir wissen, aus all dem, was wir als richtig erkannt haben, zu fokussieren auf das, was in der individuellen Situation gut ist und daran mitzuarbeiten. Und insofern ist, glaube ich, das, was Mysterienmedizin für die Zukunft im Spital stattfindet, oder überall da, wo Menschen sich therapeutisch begegnen, etwas, wo man ganz michaelisch für dieses Gute tätig werden will. Und das ist die Antwort in dieser Meditation, dass es da heißt, im Denken finde ich das Gute nicht. Im Fühlen kann ich es zwar wahrnehmen, aber es existiert nicht, wenn ich das Gute fühle. Aber ich kann das Gute wollen. Ja, weil Wollen versorgt mein Ich. Und dass wir uns darauf fokussieren, immer wieder die Frage zu stellen, wie ist es in der individuellen Situation gut? Ich glaube, das ist das, was der Zeitgeist von uns fordert. Das ist das, was michaelisch ist im jetzigen Moment. Das ist das, was letztendlich therapeutisch uns auch aus dieser Pandemie herausführen wird. Da bin ich total zuversichtlich, dass wenn wir den Menschen in all diesen Fragen nicht verlieren, sondern immer wieder in den Mittelpunkt stellen, und das kann man nicht verallgemeinern, das kann man nur konkret. Und insofern sind wir natürlich in einem Spital als Team, wo alles, was wir tun, natürlich Teamleistung ist. Auch ich kann hier nur erzählen, weil wir ein therapeutisches Team sind. Sind wir natürlich in einer ganz besonderen Situation, weil wir mit diesem Zeitgeist ringen dürfen, willentlich, und ihm nicht nur abstrakt begegnen über Medien oder über Erzählungen oder all die Dinge, die uns auch Angst machen. Aber ich möchte Sie ermutigen, den Menschen immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich glaube, das ist der therapeutische Weg, den wir auf jeden Fall gehen können, auch wenn andere therapeutische Mittel noch nicht zur Verfügung stellen. Und das ist etwas, was wir in Alesheim wieder neu gelernt haben, dass wir auf den Menschen, auf den Arzt, die Ärztin im Menschen vertrauen dürfen und sie immer wieder einladen müssen, mitzuarbeiten. Und das ist ein Stück weit wahrscheinlich auch die stärkste Impfung gegen jeden Infekt von außen, dass man diesen Wesenskern pflegt und gesund hält, nährt. Und ich glaube, das ist ja was, warum Sie hier auch zusammenkommen, um solche Nahrung miteinander zu teilen. Also vielen Dank, dass ich das erzählen durfte, und einen schönen Abend. Ja.